Hey alle zusammen, ich bin's wieder, die Hexe. Ich war jetzt 2 Monate nicht mehr da. Also mein letztes Video ist jetzt 2 Monate her. Und ich habe gedacht, ich laber jetzt einfach mal ein bisschen und nehme das auf. Und irgendwie fehlt mir gerade so ein bisschen die Motivation für Destiny-Videos. Ich mag Destiny, ich liebe Destiny, aber jetzt gerade ist es echt... ist echt die Luft raus. Das Halloween-Event war absoluter Müll. Ich bin richtig enttäuscht. Klar, das ist eigentlich das Gleiche, so wie es letzte Mal war. Und das ist ja gerade das Schlimme. Letztes Jahr war es ja nicht anders. Und jetzt ist ein ganzes Jahr vergangen. Und es ist immer noch so ein Müll. Ich vermisse das alte Event im Immerforst, oder eher Spukforst, wie es dann zu Halloween hieß. Wo man einfach bei irgendwelchen random generierten Gängen auf Zeit... dadurch musste in Dunkelheit. Und desto mehr Kills man gemacht hat, während man da rumgerannt ist in dieser begrenzten Zeit, desto mehr Belohnung hat man gekriegt. Man war schneller mit seiner Truppe unterwegs, vor allen Dingen die Gegner wurden auch immer schwieriger. Das heißt, wenn du in einer gewissen Zeit so und so weit gekommen bist, warst du schon cool und hast viel Belohnung bekommen. Und es hat einfach Spaß gemacht, es hat einen Anreiz gemacht, da sich ein mega Bild zusammen zu basteln und da durchzurotzen. Um einfach so viel wie möglich in der geringsten Zeit hinzukriegen. Und das ist jetzt irgendwie nicht so. Ich meine, man hat in diesem Event immer wieder A, B und C in einem Raum. Größtenteils, also man war in diesem Raum, in diesem Lost Sector, in dem Endboss-Bereich. Hat da alles kalt gemacht. Und was war dann? Dann hat man eine Minute auf den Endboss gewartet. Das ist doch kein Event. Ein Event ist was Besonderes, was Tolles. Ein Event eben und nicht... Ach, keine Ahnung. Also mir hat es mehr Spaß gemacht, auf dem Turm rumzurennen, weil der halt wirklich immer schön dekoriert ist als das Event selber. Und das ist irgendwie traurig. Und ich denke mal, ich bin da nicht die Einzige. Ich habe schon von vielen gehört, dass das Event einfach super enttäuschend war. Und ich hoffe halt, dass sie wirklich den Spukforst zurückbringen. Weil das, also meiner Meinung nach, es hat richtig Spaß gemacht. Aber gut, man kann nicht alles haben. Ich warte jetzt echt noch auf die Lightfall-Erweiterung, die saisonale Quest, also die Season Story, habe ich auch nur die allererste Mission gemacht und den Rest habe ich einfach noch gar nicht gemacht. Werde ich aber noch machen. Und dann ist halt die Sache, wenn ich keine Freude gerade an dem Spiel habe, dann habe ich auch nicht so wirklich gerade die Freude... auch Videos zu machen. Der Elan irgendwie dahinter fehlt, also die Motivation fehlt. Ich bin jetzt auch sehr oft mit dem Titan rumgerannt, obwohl ich ja eigentlich aber hauptsächlich Hunter-Spieler bin. Aber es gibt 2 Builds, die ich jetzt die ganze Zeit gespielt habe und die machen einfach super Laune. Also ich hab damit ein bisschen rumgebastelt, dann zwischendurch wechsle ich auch mal das Exo. Und probiere ein bisschen rum, aber an sich so das Grundprinzip, was ich mir da jetzt zusammengebastelt habe, macht echt Spaß. Und ich will dazu Videos machen, damit ihr auch diesen Spaß haben könnt. Aber ich brauche irgendwie gerade so einen Anstoß. Vielleicht könnt ihr mir auch ein bisschen so in die Kommentare schreiben, was ihr so für Ideen habt. An sich spiele ich auch gerade viel Call of Duty, was herausgekommen ist, das Modern Warfare 2. Und spiele mir da jetzt größtenteils die Waffen frei, damit ich für Warzone 2, was in 10 Tagen kommt, nicht einmal, 12 Tage, 12 Tage rauskommt. Und da möchte ich natürlich so gut wie es geht jede Waffe mit dem Aussatz da unten fertig haben. Farben und Goldmarkierungen. Ist mir alles gerade egal, kann man hinterher machen, aber ich will jetzt gerade wirklich, wenn ich die eine Waffe fertig habe und die guten Aufsätze habe, gehe ich direkt zur nächsten. Und das ist irgendwie gerade das, was... ich am Zocken bin, was auch mal wieder seit langem Spaß macht, wo ich mich am PC setze und denke so, oh ja, jetzt noch ein paar Runden zocken. Das macht dann Spaß. Hätte ich echt nicht gedacht. Ich hoffe, das kommt bei Destiny auch wieder. Spätestens mit der neuen Erweiterung, also das ist auf jeden Fall klar. Allein schon die neue Subclass, ich bin so auf die Story gespannt. Ich freue mich mega drauf, was sie sich da ausgedacht haben. Ja, ich hoffe einfach, dass es gut wird, dass es Spaß macht und dass die Freude an Destiny einfach jetzt auch vielleicht noch ein bisschen früher zurückkommt, als wie zum DLC.
Weil das ist ja Ende Februar. Das dauert noch ein bisschen. Dann habe ich es auch noch geschafft, genau mein Skyrim wieder zum Laufen zu bringen. Inzwischen mit 530 Mods. ich habe da ein bisschen rumgebastelt. Ich habe schon überlegt, ob ich vielleicht dazu auch ein Video mache. Also einfach mal zeigen, was so die ganzen Mods gemacht haben. Weil man kann ja inzwischen auf einer Mod-Seite alle Mods zusammenpacken und die zum Download zur Verfügung stellen. Auch mit den Einstellungen und so. Und da müsst ihr nur noch Download drücken. Da wird alles runtergeladen, auch wie die Mods zusammen kompatibel sind, die Einstellungen und auch an sich viele Einstellungen. Und dann wird es einfach installiert und es funktioniert. Ob ich dazu vielleicht nicht mal ein Video machen sollte? Einfach weil... Keine Ahnung, ich gehe manchmal in Skyrim rein und renne einfach durch die Wildnis, weil es einfach so geil aussieht und Spaß macht. Nicht nur grafisch, sondern auch kampftechnisch. Vom Verhalten her habe ich da ein paar Mods reingepackt. Ein paar Dodge-Rollen oder auch, dass es so ein bisschen Dark Souls-like zwischen ist bei mir. Also, ich sag mal so... Wenn man jetzt mich kämpfen sieht in Skyrim und ich schlage einen Gegner und der fällt tot um, okay. Aber wenn der Gegner auf mich zukommt und mich auch trifft, bin ich auch fast tot oder tot. Also, ja. Ist auf jeden Fall sehr interessant, macht mir wieder richtig Spaß, es dann mal so zu spielen als Herausforderung. Ich habe mir gedacht, ich labere jetzt einfach mal hier so vor mich hin und nehme das mal auf, weil ich absolut gerade gar keine Ahnung habe, was ich machen soll. So nach 2 Monaten keine Videos mehr. Schreibt mir gerne bitte in die Kommentare, was ihr so für Ideen habt, was man machen könnte. Noch ganz wichtig, ich habe hier auch einen Discord. Da könnt ihr gerne joinen. Ich habe jetzt schon die letzten Male versucht, da vielleicht ein bisschen was an Laufen zu bringen, dass man zusammen Raids macht oder sonstige Aktivitäten. Oder da ist die Aktivität da jetzt noch nicht so hoch auf dem Discord. Sind halt noch nicht viele Leute. Einige müssen halt auch Schicht arbeiten und können dann zu dem Zeitpunkt nicht, wenn ich was versuche zu machen. Was dann schade ist, aber desto mehr Leute, desto mehr könnte man da vielleicht ein bisschen was drehen. Oder ihr könntet auch untereinander einfach, wenn ich jetzt zum Beispiel gerade jetzt nicht könnte oder so, dass man einfach dann da einen Treffpunkt draus macht für Destiny oder halt allgemein fürs Zocken, dass die Leute schreiben so, ey, ich hab Bock, das und das zu zocken, ist für dabei. Und dann findet man einen. Oder halt wie gesagt, dass ich jetzt schaue, immer wieder mal was zu starten mit euch und dass es dann auch gemacht wird, dass ich das dann auch im Stream dann, also nebenbei streame, vielleicht je nachdem, wie lustig die Aktionen waren oder wie gut die Runs waren, wenn wir jetzt mit Bin Raid waren, das vielleicht hochlade. Ich habe ja auch noch einen Zweitkanal, womit ich noch nicht so ganz weiß, was ich machen soll. Ja. Naja, auf jeden Fall, ich bin jetzt wieder back, sage ich jetzt mal so. Ich will auf jeden Fall wieder da sein für euch. Ich möchte Videos machen, das macht mir nämlich Spaß. Und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so für Ideen habt. Oder welche Sachen ihr von denen gut fandet, was ich jetzt gerade so gesagt habe. Skyrim. Oder vielleicht auch mal ein Call of Duty Video. Ich weiß von noch nicht worüber, aber gut. Ich möchte größtenteils unterhaltsam sein. Wo ich noch ein bisschen dran arbeiten muss, ich weiß. Aber gut, kein Meister ist von mir gefallen. Aber ich möchte auch informativ sein, wie zum Beispiel mit den Builds, dass ich Leuten einfach ein bisschen unter die Arme greife, wenn sie gerade nicht wissen, was sie spielen sollen. Ja. Na gut. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und wir sehen uns. Ciao, ciao.